doch schon einigen Monaten hatte ich eine kleine Serie gestartet auf diesem Kanal zum Thema Krebseinteilung und Krebsstadien. Ich hatte Ihnen damals so ein TNM-Video gemalt, mich ein bisschen künstlerisch versucht, um Ihnen zu zeigen, wie TNM als Grundlage für das spätere Staging oder für die spätere Stadieneinteilung relevant ist. Als kleine Auffrischung hier also nochmal. Wir haben im Gewebe einen Tumor liegen. Und das Naheliegendste, was man jetzt machen kann, um seine Ausdehnung zu beschreiben, ist, ihn auszumessen, einfach den Durchmesser zu bestimmen. Das wird mit T für Tumor dargestellt in der TNM-Klassifikation. Das geht von 1 bis 4. Wobei T4 bedeutet, dass umliegende Organe oder umliegendes Gewebe mit infiltriert werden. Wächst der Tumor jetzt weiter an Größe und erreicht schließlich die Lymphbahn, dann kann es natürlich gut sein, dass über die Lymphgefäße die Tumorzellen weitergetragen werden bis zur nächsten Relaystation, in dem Fall die Lymphknoten, und es zu einer Lymphknotenschwellung kommen kann. In diesem Fall nehmen wir das lateinische Wort für Knoten, bezeichnen wir als Nodus, wird von 1 bis 3 eingeteilt, wobei das oft mit der Seite zu tun hat, wo sich die Lymphknoten befinden im Verhältnis zum Primärtumor. Also T haben wir, N haben wir. Und wenn der Tumor weiter wächst und sogar die Blutbahn erreicht, dann können Tumorzellen natürlich andere Organe erreichen. Bei Absiedlungen in anderen Organen sprechen wir von den Metastasen. Und da ist TNM relativ simpel. Es reicht, eine Absiedlung in einem anderen Organ als Metastase darzustellen. Es gibt nur keine Metastasen oder M0 versus Metastasen M1. Weitere Informationen zu den Metastasen, wie die Anzahl oder um welches Organ es sich handelt, wird aus der TNM-Einteilung nicht weiter klar. So, jetzt haben wir also TNM von einem Tumor, aber wir haben noch nicht sein Tumorstadium. TNM ist eine Einteilung, aber nicht eine Stadieneinteilung. Die Stadieneinteilung richtet sich nach anderen Guidelines, in erster Linie der UICC. Link ist unten. Und die UICC-Guideline unterteilt in 4 verschiedene Stadien, die ich hier mal am Beispiel Brustkrebs durchgehen würde, wo viele Eigenschaften in den jeweiligen Stadien vorkommen, die auch bei anderen Krebsarten in ähnlicher Form abgebildet sind. Wichtig ist die Einteilung, was T1, T2, T3 ist. Die ist von Tumor zu Tumor unterschiedlich. Ich würde Sie außerdem bitten, vorab schon mal hier bei der T-Einteilung dieses T11 zu ignorieren. Das ist eine schlechte Darstellung. Also wir reden hier von T0 und T1. Fangen wir mit dem ersten Stadium an. Stadium 1 von 4 ist dadurch gekennzeichnet, dass es keine Lymphknotenvergrößerung gibt oder keine Lymphknotenmetastasen gibt. Sagen wir zu lymphogene Metastasierung. Und dass es auch keine Fernmetastasen in anderen Organen gibt, die über das Blut übertragen worden sind und deswegen hämatogene Metastasierung genannt werden. Bei Stadium 2, und da unterscheiden wir in Stadium 2a und 2b, jetzt hier beim Brustkrebs, da muss man sagen, wird es ein bisschen komplizierter. Zum einen können natürlich das N maßgeblich für die Einteilung beteiligt sein. Im Gegensatz zu Stadium 1 haben wir im Stadium 2 Lymphknotenbefall, zumindest in den hier angegebenen Ausdehnungen. Es kann aber auch sein, dass man N0 hat, aber einfach die Tumorgröße halt zunimmt und man einen relativ großen Primarius hat und keine Lymphknotenschwellung oder keinen Lymphknotenbefall und dieser Primarius aber schon eine stattliche Größe erreichen kann. Stadium 3 wird noch ein bisschen trickier, noch ein bisschen komplizierter, weil da die Brustkrebseinteilung in Stadium 3a, 3b und 3c unterteilt. Und hier sehen Sie, wie gerade schon, wir haben wieder eine Zunahme der lymphogenen Metastasierung. Wir haben nicht mehr N1, sondern jetzt N2 oder aber eine weitere Zunahme des Tumordurchmessers bis hin zu T4. Und als Alleinstellungsmerkmal von Stadium 3c, wir haben auch eine N3-Befall der Lymphknoten. Total egal, wie groß der Tumordurchmesser ist. Also deswegen steht hier jedes T. Stadium 4 ist in dieser Ordnung das letzte Stadium. Aber ich möchte an dieser Stelle schon mal sagen, dass man in dem Zusammenhang nicht von Endstadium sprechen kann. Stadium 4 zeichnet sich durch das Vorhandensein von Metastasen aus. Egal wie groß der Tumor ist, egal ob Lymphknoten befallen sind. Was hat es jetzt therapeutisch mit den Stadien auf sich? Und da sehen Sie, da habe ich bewusst eine Farbgebung genommen, um da was gegenüberzustellen. Ich kann auch eine genauere Linie hier nochmal einzeichnen. Zwischen Stadium 1 und 3 und Stadium 4 unterscheidet sich wahnsinnig viel. Die Stadien
1 bis 3 gelten als lokale Stadien, die auch durchaus lokal fortgeschritten sein können. Und eine alte Bauernregel in der Onkologie ist, alles lokal behandeln, was lokal behandelbar ist, alles systemisch behandeln, was nicht lokal zu behandeln ist. Deswegen strebt man beim Stadium 1 bis 3 ganz klar als therapeutische Option die Operation an. Da Sie aber ja wissen, dass man bei der Operation nur das rausnehmen kann, was man auch sieht, man kann natürlich einen Sicherheitsabstand lassen, aber man kann definitiv nicht ausschließen, dass nicht woanders um den Tumor herum noch Tumorzellen sind, die dann vielleicht später irgendwann mal aktiv werden und ein Rezidiv ausprägen. Deswegen gibt es da die Option, mit einer systemischen Adjuvantentherapie anzuschließen. Ich habe die Klammern ein bisschen so gelegt, dass man sich vorstellen kann, für welche Stadien das zutrifft. Das trifft in erster Linie für größere Tumore zu, dass man hier an eine adjuvante Therapie, also eine zusätzliche Gabe nach erfolgter Operation denken kann. Ist der Tumor initial bereits sehr groß und die Operation erweist sich als sehr schwierig oder nicht möglich, kann man das Ganze auch umdrehen und kann eine sogenannte neoadjuvante Therapie verabreichen. Neoadjuvant heißt erst die Therapie in der Hoffnung, der Tumor wird dadurch kleiner, dass er letztlich operiert werden kann. Was ich hier nicht schriftlich ausgeschrieben habe, aber was bei solchen Sachen immer eine Rolle spielt, ich sagte gerade, lokale Stadien müssen lokal behandelt werden und zu den lokalen Verfahren gehören natürlich auch noch die Bestrahlung. Und die Bestrahlung unterstützen sozusagen das Vorgehen um Operation und adjuvanter oder neoadjuvanter Therapie. Im Stadium 4 haben wir per Definition keinen lokalen Befall oder ausnahmslos lokalen Befall. Hier haben wir ja per Definition eine metastasierte Erkrankung. Eine metastasierte Erkrankung kann man auch als systemische Erkrankung auffassen, weil die Krankheit sich im Körpersystem über das Blut ausgebreitet hat. Und wenn man eine systemische Erkrankung hat, kann man auch überlegen, systemisch zu therapieren. War jetzt ein bisschen lapidar. Kann man nicht überlegen, sondern sollte man, muss man so machen. Der Ansatz, ich habe etwas, einen Krankheitswert und den operiere ich weg und danach ist er nicht mehr da, den bezeichnen wir ja als heilend oder kurativ. Das heißt, Stadien 1 bis 3 sind in der klassischen Onkologie, also mit den häufigsten soliden Tumoren, die Sie sich vorstellen können, kurative Therapieansätze. Stadium 4 dagegen ist eine systemische Therapie und ich hatte in anderen Videos gezeigt, wie schlecht teilweise die systemischen Therapien bei verschiedenen Krebsformen in der Vergangenheit wirkten, sodass man da auf gar keinen Fall von einer Heilung ausgehen kann, sondern wir in diesem Fall davon sprechen, dass die Therapie im Stadium 4 palliativ ist. Hier muss man sich aber ganz besonders klar machen. Palliativ heißt nicht nichts machen, Therapie beenden, Patienten versterben lassen. Das ist falsch. Palliativ bedeutet, dass man eine Krankheit nicht kurativ angehen kann, also dass man die Krankheit nicht geheilt bekommt, aber dass man nichtsdestotrotz versuchen kann, bestmöglich diese Krankheit zu therapieren. Es gibt unter den internistischen Erkrankungen so viele Beispiele an Krankheiten, die sie nicht kurativ angehen können, sondern wo sie womöglich Medikamente einnehmen müssen bis zum Lebensende, um, nehmen wir mal, den Blutdruck im Zaum zu halten. Das ist, wenn Sie so wollen, eine palliative Therapie. Wobei wir diese Ausdrücke natürlich auf Krebs beziehen und nicht auf andere internistische Erkrankungen. Also ganz wichtig, die Ausdehnung eines Tumors wird erstmal mit TNM ermittelt und aus dem TNM setzt sich dann das Stadium zusammen. Es gibt Stadien 1 bis 4, wobei die Stadien 1 bis 3 als kurativ angehbar gelten und in erster Linie mit Operation versorgt werden, plus minus Bestrahlung, plus minus Adjuvant oder neoadjuvanter Therapie. Und wir haben das Stadium 4, was eine systemische Therapie nach sich zieht, die wir im Allgemeinen als palliativ bezeichnen, ohne damit sagen zu wollen, dass wir nicht zutrauen, da den Krebs zu kontrollieren mit. I,